Als erster zu Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete Magister Werner Kogler. Und meine Damen und Herren, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, inzwischen hat auf der Regierungsbank Bundeskanzler Werner Faymann und Staatssekretärin Stessel, beide haben Platz genommen, um diese Debatte zu verfolgen, diese Aktuelle Stunde. Meine Damen und Herren, aktuelle Europastunde. Anlässe wird es mehrere geben. Gestern war ja, was grundsätzlich zu begrüßen ist, die zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström hier in Österreich mit mehreren Terminen, unter anderem hier im Parlament. Da haben wir uns ausgetauscht. Das hat jetzt eh schon eine gewisse Tradition. Das ist in Ordnung. Das wollen wir nicht wegleugnen. Ich sage nur, es ist gar nicht das der Anlass, obwohl es auch da einiges zum Nachdenken gibt, was die Frau Kommissarin gestern gesagt hat, dazu werden wir beim Schluss noch kommen. Es reichte, und wir haben das ja angekündigt und der Bevölkerung versprochen, bei nächster Gelegenheit, das ist sie jetzt, auf einen Umstand hinzuweisen, der sehr beachtenswert ist. Und zwar nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Sie hier, jeden Einzelnen, jede Einzelne im Besonderen. Es ist nicht so lange her, dass wir im September einen Beschluss gefasst haben des Nationalrats, den können Sie ja selber nachlesen, den können Sie in Erinnerung rufen, der hat eigentlich für die zugegeben schwierige diplomatische Angelegenheit, Österreich war immerhin bei den Mandatsgebern für diese TTIP-Verhandlungen dabei, sei es drum, wenn man das entgleitet, eine relativ ablehnende Haltung, insbesondere zu einzelnen Punkten dieser angestrebten und zu erwartenden TTIP-Regelung abgegeben. Es ist ein Entschließungsantrag, der hat zuvorderst keine zwingende Bindungswirkung, aber es ist auch nicht nichts. Ja? Und auf das werden wir jetzt eingehen, weil, und warum ist das jetzt so aktuell, knapp vor Weihnachten ein Disput in der Regierung ausgebrochen ist, jene Regierung, die wir gebunden haben in Wahrheit, lesen Sie noch. Ein Disput ausgebrochen ist, der sich genau um diesen unseren Antrag hier, immerhin drei Viertel haben ja zugestimmt, auf Initiative der ÖVP und der SPÖ. Entsteht ein Disput in einer SPÖ-ÖVP-Bundesregierung. Wie geht der? Der Herr Bundeskanzler hat eigentlich was Selbstverständliches gemacht. Man möchte fast sagen, eine Fleißaufgabe. Deshalb ist es ja zunächst einmal, und ich glaube, Sie interpretieren sie auch so, die Einladung, dass wir das an Sie richten, diese Aktuelle Stunde einmal, zunächst einmal die Kooperation zu suchen, wenigstens in Österreich. Warum? Damit wir in Brüssel endlich einmal einheitlich und klar auftreten, weil das ist ja bis heute zu vermissen. In Österreich hat man den Eindruck, dass sämtliche Landesregierungen, Landeshauptleute, sämtliche Bundesminister, bis auf den Herrn Mitterlehner, das ist aber der verhandelt in Brüssel, also quasi alle, die irgendwie regieren in dem Land, gegen TTIP sind, ja? Und zwar mehr oder weniger, aber wir sind ja auch wirklich dagegen. Da werden wir jetzt ja schauen, was mit der ÖVP los ist. Deshalb sprechen wir hier ja. Aber folgen Sie weiter. Das nur zur Einleitung der Aktualität. Also um das müssen wir uns kümmern. Das kann uns nicht wurscht sein. Und das wird auch Konsequenzen haben, weil Die Aufträge des Nationalrats müssen gerade in so wichtigen und zwingenden Fragen erfüllt werden. Wir kennen uns sonst das ganze Transparenzgerede, neue Demokratie, was weiß ich. 20 Enketten können wir abhalten, wenn wir hier nicht zumindest korrekt vorgehen. Unabhängig davon, wer welcher Meinung ist. Ja? Apropos Meinung, man muss es, bei 10 Minuten geht sich das aus, man muss es immer meine Redezeit vorausschicken, weil es haben ja die Zwischenrufe bei der ÖVP schon wieder aufgewärmt. Man muss es also kurz vorausschicken. Natürlich sind wir für Handel. Das ist ja klar, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ist das ja Voraussetzung dafür, dass das, was gemeiniglich als Wohlstand bezeichnet wird, vermehrt wird. Aber die Frage ist, welcher Handel und unter welchen Bedingungen, zu wessen Vorteil und zu wessen Nachteil und für welche Güter? Ja? Na, selbstverständlich wäre es nützlich für Europa, speziell für Österreich, in Fragen der Zulassungsbestimmungen, da brauche ich noch nicht einmal ein Freihandelsabkommen, wie Sie das nennen, für Industriegüter, Anlagenbestandteile, Autobestandteile, sowas zu haben, selbstverständlich, weil es ist ja nicht einzusehen, dass man für Karosserie, Blinker und sonstige Autoteile mehrere Zulassungsverfahren hat. Das ist doch völlig logisch und richtig, also her damit. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass wir eine Landwirtschaftspolitik am Globus fördern, die so ausschaut, dass wir hunderte Tonnen am Tag, jetzt schon, und dann sollte es noch mehr werden. Das ist ja das Ziel, das sagen ja alle. Die Frau Kommissarin gestern auch, keine einzige Enttäuschung war im Übrigen. Was soll das Ziel
sein. Bei der Landwirtschaft sieht man es am besten, dass immer noch mehr hunderte Tonnen Lebensmittel und Futtermittel über den Globus gekarrt werden und nur deshalb, weil die Transportkosten ja überhaupt nicht stimmen, dann täte sich der Unfug hier aufhören. Aber noch viel schlimmer. In halb Südamerika wird der Kontinent ruiniert durch diese Art und Weise. Die Leute haben dort nichts zu essen oder zu wenig, weil wir hier zu viel fressen. Es ist doch so. Und das wird weiter befördert. Es ist so. Und das muss man auseinander glauben. Das müssen Sie einmal einsehen. Und deshalb ist es so wichtig und richtig, dass wir das, was vernünftige Produktionsbestimmungen, vernünftige marktwirtschaftliche Regelungen, vernünftige Handelsbeziehungen, ich sage immer vernünftig, ja, in unserer Diktion auch fair, natürlich, Sie hören es ja, dass wir das befördern und nicht das, was sich da bei TTIP und im Übrigen auch bei CETA anschleicht. Da werden wir jetzt hinkommen. Jetzt hat der Herr Bundeskanzler aus unserer Sicht das völlig richtig erkannt. Wir debattieren heute nicht darüber, dass Österreich bei den Mandatsgebern dabei war. Nicht nur für CETA, auch bei TTIP. Schlimmer noch, Österreich war bei jenen, wir haben die Protokolle ausgehoben, die ausdrücklich, und das ist jetzt der nächste Punkt, der Dreh- und Angelpunkt momentan auf der globalen Debatte, die Investitionsschutzbestimmungen, ein völliger Euphemismus, ja, die Investitionsschutzbestimmungen besonders fördern. Österreich war ein Einpeitscherland, was diese Forderung betroffen hat. Noch im Jahr 2013, da haben Sie irgendwie das verschlafen, wollen wir es einmal so annehmen. So, jetzt argumentieren Sie völlig zu Recht aus unserer Sicht, dass das nicht notwendig ist und nicht sinnvoll, insbesondere zwischen entwickelten Wirtschaftsräumen, Nordamerika, Europa, um das geht es ja. Und wenn dieser Vergleich kommt, gestern erst wieder, Mitterlehner, Malmström, es gibt ja schon Tausende auf der Welt, auch in Europa, auch in Österreich. Ja, das hat doch immer den Zweck gehabt, dass man Investoren, ob das immer so gut ist, ist eher eine andere Frage aus Gerechtigkeitsgründen, in weniger entwickelten Ländern schützt, damit die dort überhaupt investieren. Sozusagen zum beiderseitigen Vorteil. Das mag man ja noch einsehen. Aber doch nicht zwischen zwei entwickelten Wirtschaftsräumen. Und jetzt erkläre ich dem Bundeskanzler überhaupt nichts Neues. Ich habe es ja nur gesagt, ich sage es nochmal, weil die ÖVP da offensichtlich wieder vom Kurs abkommen will. Sie argumentieren ja genauso. Manchmal sogar noch schärfer, manchmal sogar noch präziser. Wir können es ja lesen in der Kronenzeitung. Gut so, gut so. Jetzt steht aber folgendes Problem an. Jetzt geht der Herr Bundeskanzler in die Ministerratssitzung vom Dezember und sagt, liebe Bundesregierungsmitglieder, eigentlich hat der Nationalrat was beschlossen, was unser Auftreten in Brüssel stärken sollte. Und ich habe auch Verständnis dafür, weil nachdem 2013 das schiefgegangen ist und wir uns das dauernd vorhalten lassen müssen, da hat die Frau Kommissarin Malmström ja recht, was regt sich da so auf? 28 Mitgliedstaaten, alle sagen hopp auf. Zuletzt wieder, ein kleiner Sidestep, da sind wir nicht zufrieden, Herr Bundeskanzler, wurde erst auch im Dezember im Rat vorgegeben, 2015 die Verhandlungen zu beschleunigen. Sie werden sagen, das hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Sollen Sie mal verhandeln, schauen wir, was rauskommt. Nein, bei CETA haben wir gesehen, was rauskommt. Und bei CETA haben wir auch gesehen, wo die Reise hingehen soll. Nämlich in die falsche Richtung, was den Investitionsschutz betrifft. Ja, er ist wesentlich verbessert worden, das können wir dort lesen. Er ist verbessert worden. Aber es ist das völlig falsche Prinzip und immer noch schlecht. Keine zweite Instanz. Eher Willenserklärungen, nur die Transparenz ist verbessert worden. Deshalb bleibt aber das Grundprinzip falsch. Der Herr Mitterlehner behauptet aber jetzt als Replik auf Sie, unser Nationalratsbeschluss sei überholt. Ich meine, das ist doch der Gipfel. Wir haben seit damals 6 Wochen die CETA-Verhandlungsergebnisse hier im Haus. Lesen Sie es heute noch oder sagen Sie es Ihrem Herrn Vizekanzler mittlerweile und Bundesminister, ja? Das ist doch die Wahrheit. Und da kann man nicht sagen, das ist überholt. Ich halte das wirklich für problematisch und wir werden das in den entsprechenden Ausschüssen noch diskutieren müssen. Wir als grüne Fraktion, mit Sicherheit aber andere auch, lassen uns das nicht gefallen, dass nämlich der Nationalratsbeschluss noch falsch ausgelegt wird von einem Bundesregierungsmitglied. Ich meine, so weit kommt es noch. Nur weil er Django heißt. Das geht sich nicht aus. Und jetzt kommt das Schlimme am Schluss. CETA zeigt, die Frau Malmström hat gestern gesagt, und insofern hochaktuell, das können Sie heute im Standard nachlesen,
Eine vorläufige Anwendung soll kommen bei CETA. Zuerst hat man lang, ja, wart's ab, was rauskommt, trägt sich nicht auf, CETA ist viel harmloser als TTIP und was weiß ich, weil das ist die Blaupause. Jetzt stellt sie raus, das Ergebnis ist fertig, die alte Kommission hat noch gesagt, stellt sich alle hinten an, fertig verhandelt. Dann haben wir mit der, gerechnet mit der neuen Kommission Juncker, Malmström, haben sie noch gesagt, na ja, schauen wir uns an, vielleicht mal schauen, ändern wir was sonst was. Die gleiche Truppe geht jetzt her, fährt nach Österreich, erklärt Ihnen, Herr Bundeskanzler, Sie müssen unsere Bevölkerung jetzt überzeugen, erstens für TTIP sowieso, aber auch von CETA. Und wovon? Dass es eine sogenannte vorläufige Anwendung gibt. Der Nationalrat soll gar nicht zustimmen, obwohl es ein gemischtes Abkommen sein wird, obwohl wir hier Kompetenz haben. Sollte es 2-3 Jahre in Kraft treten, und wenn wir es dann ablehnen, ist es halt ein Pech. Aber das schaue ich mir an, wo dann der Mutter-ÖVP ist. Und das ist eine ganz perfide Taktik. Und da müssen Sie auch dagegen auftreten. Und deswegen haben Sie hier am Schluss hereingebracht. Und das wird uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Es ist nämlich nur möglich, wenn vorher die Mitgliedstaaten zustimmen, diese vorläufige Anerkennung. Und deshalb, Herr Bundeskanzler, wirken Sie ein auf den Herrn Wirtschaftsminister, dass er im Rat nicht zustimmt, dass das vorläufig anerkannt wird. Weil dann wird mehrfach das Parlament umgangen und alle sind jahrelang angelogen worden. Das kann eh keiner brauchen. Nicht einmal die Befürworter, die sich immer blöder benehmen. Werner Kogler kritisiert die Sachlage bei TTIP und CETA und befürchtet eine Umgehung des Nationalrates.